Hallo Leute, und weiter geht es mit dem Dschungelgelände. Ja, beim letzten Mal hatte ich euch ja gezeigt, wie ich mich um die Bases kümmere. Und ja, mittlerweile war ich bei diesem, naja, 1-Euro-Shop war es nicht direkt, aber ihr wisst, was ich meine. Da habe ich dann diesen Topf mit Plastikpflanze gefunden. Ja. Mal schauen, was damit geht. Dann habe ich diese Dinger hier gefunden. Ein bisschen ja, Gras und dann halt so ein Blätterwerk. Da habe ich gleich zwei mitgebracht oder zwei mitgenommen. Dann habe ich diese Dinger hier gefunden. Mit schönen großen Blättern. Alles zum Einzelnen abnehmen. Na hier so. Zack. Und ab ist es. Ne? Sehr cool. Davon habe ich zwei mitgenommen. Einen hier so ein bisschen gelbgrün und ein bisschen dunkleres Grün. Dann werde ich die einfach mixen. Weil das Grün werde ich wohl nicht alles neu bemalen. Das werde ich wahrscheinlich nur tuschen und ein bisschen trocken bürsten. Dann habe ich dieses Ding hier mitgenommen. Das kann man zwar nicht zerpflücken, also zumindest gibt es keine Sollbruchstelle dafür. Aber ich glaube, dass ich hier mit diesen Blättern trotzdem ein bisschen was machen kann. Ich glaube, das ist trotzdem ganz cool. Und wenn es für mich nicht mehr taugt oder wenn ich das doch nicht gut genug finde, dann ist es halt Deko fürs Zimmer. Auch okay. Und dann habe ich noch diesen mehr oder weniger hässlichen künstlichen Bonsai mir geholt. Und da geht es dann um diese Dinger hier, die man da so abfriemeln kann. Ja. Das ist also das Grünzeug. Ich werde gleich mal ein bisschen was davon zerlegen, so dass man noch mal besser sehen kann, wie groß die Ausbeute denn tatsächlich ist. Jetzt habe ich mir allerdings überlegt, dass in diesem Dschungel eben nicht nur Grünzeug ist. Also Grünzeug und die Bäumchen und sowas. Und habe dann hier bei uns im Garten, wir haben nebenan so eine große Eiche stehen. Da liegt regelmäßig so ein bisschen was an Ästen unten. Und ich glaube, von diesen Ästen werde ich einfach ein paar mit auf den Bases verteilen. Ich habe diese hier schon ein bisschen, ja, die liegen schon eine Weile draußen, aber in letzter Zeit hat es kaum geregnet. Und die sind also schon relativ trocken. Aber nur, dass ihr eben wisst, dass man sowas auch benutzen kann. Ja, und dann habe ich einem der Kommentaren Folge geleistet und habe das hier geholt. Das ist so, ja, so eine günstige Anzuchterde. Geht wohl auch Erde aus dem Garten. Und die habe ich einmal mit so einem Spielzeugsieb durchgesiebt. Und habe jetzt schon mal jede Menge Boden für meine Bases. Das ist also schon mal sehr cool. Jetzt werde ich diese Grünpflanzen mal zerpflücken und dann bin ich gleich wieder für euch da. Jo, Ernte ist rum. Das ist das, was von der Topfpflanze übergeblieben ist. Werde ich natürlich auch nicht einfach so wegtun. Wer weiß, wozu man den Kram noch benutzen kann. Dasselbe gilt für den mittlerweile nackten Bonsai. Ja, mal gucken. Und natürlich auch hier. Da geht vielleicht noch ein bisschen was. So, was ist jetzt die Beute? Die Beute ist all das hier. Es sind 50 von diesen hier. So ein bisschen stechpalmartige
pflanzen. Ja, ganz schick. Denn über 50 von diesen hier, also über 50 hiervon, 50 davon, also von beiden zusammen, von diesen Dingern hier waren das 80. Also so, haben so eine grasige Struktur. Dann habe ich 10 von diesen hier. Ja, mal gucken, was man damit machen kann. 30 von diesen Dingern. Ja. Also mal ein langer und ein kurzer an einem dieser Knupsis hier unten. Wenn man das also halbiert, hat man 60 davon. Dann kann man das wahrscheinlich auch ein bisschen bearbeiten und biegen. Und dann nochmal jede Menge von diesem Kram hier, der irgendwie langes Gras ist. Ja, aber da kann man bestimmt, ja, weiß ich nicht, eine Spitze abschneiden oder ein paar. Und dann den Rest mit einer Schere nochmal ein bisschen zurechtschneiden, so dass man da jede Menge rauskriegen kann. Ja, ob das jetzt alles hundertprozentig irgendwo in irgendeinem Dschungel wächst, ist, ich sag mal, bei der Untervegetation jetzt nicht mega wichtig. Ich glaube, diese hier sehen ganz cool aus. Mit ihren runden Blättern und den, ja, Farbverläufen durch das unterschiedliche Plastik, was da reingepresst wurde. Aber das ist definitiv cool. Davon brauche ich, glaube ich, noch so eine Pflanze. Hier muss ich mal schauen, wie die, ja, aber so ein großes Rasting, warum nicht? Und die sind halt auch cool. Ja, das war die Beute und das hat, was hat das jetzt in etwa gekostet? Weiß ich nicht, 15 Euro. Aber durch die, ja, durch die hohe Anzahl von diesen ganzen Pflanzen, oder halt die Ausbeute, die man, oder dass man daraus machen kann, ist das, glaube ich, richtig gut. Wäre vielleicht auch noch ein bisschen günstiger gegangen. Ja, und wer weiß, was ich beim nächsten Mal nochmal zugreife. Ich glaube, das teuerste war bis jetzt dieser Bonsai. Das wäre, glaube ich, das teuerste. Ja. Aber wenn ich nochmal zwei von denen hole, dann habe ich mit Sicherheit genug Pflanzen für dieses ganze Dschungelgelände. Ja, das war ein kurzer Überblick über diesen Einkauf. Und dann, ja, sehen wir uns doch einfach beim nächsten Update wieder. Haut rein, bis dann und viel Spaß. Tschüss!